In der heutigen Newsfolge geht es um: McLaren spricht sich für niedrige Budgetobergrenze aus, 3 Rennen in Großbritannien in 4 Wochen, verlängert Sebastian Vettel noch vor dem Saisonstart, Toto Wolff steigt als Investor bei Aston Martin ein. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Teamchef Andreas Seidel ist der Meinung, die Budgetobergrenze weiter zu senken, denn aktuell sei die Existenz von bis zu 4 Teams auf dem Spiel. Wenngleich mehrere Teams finanziell gesehen sich die Formel 1 nicht mehr leisten können, könnte die Formel 1 nicht mehr ausreichend Fahrzeuge aufbringen, um den WM-Status zu erhalten. Laut ihm ist es ein Risiko, dass man Teams in der aktuellen Krise verlieren könnte, und unklar ist das Jahreseinkommen ja auch. Sein Vorschlag wäre 100 Millionen Dollar, was umgerechnet 92 Millionen Euro sind. Denn es sei wichtig, das Feld näher beieinander zu haben und die Show zu verbessern. Weitere Maßnahmen zur Budgetobergrenzenreduzierung wäre eine Verlängerung des Shutdowns in den Fabriken, was AlphaTauri gerade macht, das Einfrieren unterschiedlichster Komponenten der jetzigen Boliden für die Saisons 2020 und 2021. Es stehen wichtige Entscheidungen bevor, die die FIA und Liberty Media zu treffen haben, denn es geht darum, die Teams zu schützen und die Formel 1 Zukunft zu bewahren. Eine noch tiefere Budgetobergrenze schlägt Formel-E-Chef Alejandro Agag vor. Er meint, 70 Millionen Euro würden ausreichen. Am 16. April gab es eine Telefonkonferenz zwischen der FIA, der FOM und den Teams, wo sie über die Pläne für die Zukunft sprachen, aber auch über die Budgetobergrenze. Vor kurzem kam auch die Idee, dass es eine Budgetobergrenze zwischen Fabrik- und Kundenteams geben sollte, das wiederum wurde aber nicht von allen akzeptiert. Sie soll bei 145 Millionen Dollar liegen und ein Jahr später soll sie auf 130 Millionen Dollar sinken. Einen Vorschlag gab es noch von den Top-Teams, sie würden zwar mehr Geld ausgeben wollen, dafür aber weniger aerodynamische Forschung betreiben, doch der Vorschlag wurde abgelehnt. Ferrari besteht weiterhin auf die 150 Millionen Dollar. Grund ist ein italienisches Gesetz, welches Unternehmen strenge Beschränkungen abverlangt, welche Entlassungen vornehmen und bereits gezwungen wird, einen Großteil ihrer Mitarbeiter mit einer Budgetobergrenze von 150 Millionen Dollar zu entlassen. Es wäre also ein Problem, wenn man noch tiefer gehen würde. Es gibt mal wieder Neuigkeiten zum Start der Saison. Aktuell sieht es so aus, dass der Saisonstart in Österreich stattfindet. Aber mit 2 Rennen in Österreich am 3. und 5. Juli und auch 2 Rennen in Großbritannien. Möglicherweise sogar bis zu 3 Rennen in 4 Wochen auf mindestens 2 unterschiedlichen Streckenvarianten. Die Strecke rückwärts zu fahren wird es aufgrund der Kosten nicht geben. Durch die Lockerung der Sperrbeschränkungen in Österreich werden die ersten beiden Rennen in der Steiermark wohl als Geisterrennen stattfinden. Das gleiche gilt auch für Silverstone. In Großbritannien herrscht weiterhin eine soziale Distanzierung, die um 3 Wochen verlängert wurde, weil die Virusverbreitung noch nicht auf ihrem Höhepunkt war. Zum Ungarn Grand Prix gibt es bisher noch keine Infos, aber auch der Belgien Grand Prix und auch der Italien Grand Prix könnten ebenfalls als Geisterrennen stattfinden. Dass Sebastian Vettels Vertrag 2020 ausläuft, weiß sicher jeder von euch. Ursprünglich sollte Anfang Mai, wenn der Spanien Grand Prix stattfinden sollte, eine Entscheidung getroffen werden, ob er bei Ferrari bleibt oder nicht. Ferrari hat dem 32-Jährigen einen Einjahresvertrag angeboten, was er nicht akzeptiert, worüber ich ja berichtet habe. Könnte es ein Vertrag über mehrere Jahre werden, da ja auch die Regeländerungen erst 2022 kommen? Denn er müsste mindestens 2 Jahre weiterfahren, um sich ein Bild von der zukünftigen Formel 1 zu machen. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare oder stimmt oben rechts ab. Hier noch eine Info zum 4-fachen Weltmeister. Er hat sich einen Simulator besorgt und möglicherweise kommt es zu einer Teilnahme mit anderen Rennfahrern in der Simracing-Welt. Doch vorher will er sich einarbeiten. Toto Wolff steigt als Investor beim britischen Sportwagenhersteller Aston Martin ein. Er verhandelt aber weiterhin mit Mercedes, wo er CEO und Teamchef ist. Gegenüber der Tageszeitung Österreich hat er zuletzt noch betont, sich nicht mit Aston Martin als Investor zu beteiligen. Der Aktienanteil entspricht dabei etwa 42 Millionen Euro. Damit hat er sich 4,77% der Aktien von Aston Martin gesichert, was laut Vollzug einhergehender Bezugsrechtsemission einen Anteil von 0,95% des Unternehmens bedeutet. Kommen wir zu Mikes Meinung. Die 70 Millionen Euro, die Alejandro Agag vorgeschlagen hat, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, denn da wären die Top-Teams ganz schnell weg. Das ist viel zu niedrig, aber das würde den kleineren Teams dann mehr helfen. Ich möchte einfach nur, dass alle mit der finalen Budgetobergrenze, die nach und nach gesenkt wird, zufrieden sind und kein Team sollte die Formel 1 verlassen. 3 Rennen in Silverstone bei mindestens 2 unterschiedlichen Streckenvarianten? Mein Segen habt ihr. Dass die Rückwärtsvariante nicht durchgesetzt wurde, war mir zwar klar, aber es war dennoch ein lustiger Einfall, den selbst Lando Norris gefiel. Wenn Ferrari Vettels Vertrag für 2021 bzw. für mehrere Jahre verlängert, wäre das echt nice. Jemanden für 2021 keinen Vertrag zu geben, obwohl 2020 noch kein Rennen stattfand, wäre ein echtes No-Go. Freut mich für Toto Wolff, obwohl ich beim Lesen des Titels erst dachte, dass er komplett zu Aston Martin wechselt. Vielleicht passiert es ja noch in der Zukunft.
Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Steve1887. Er fragt, 1.34, ist schon bekannt, wie man das mit dem Teamkollegen macht, wenn man sein eigenes Team erstellt? Bisher noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass du dein Team kreierst und dann hast du mehrere Möglichkeiten, deinen Teammate einzustellen. Wahrscheinlich sogar mit ein paar Balken, wer welche Stärken und Schwächen hat und vielleicht sogar Lohnvorstellungen für den Vertrag oder sowas in der Art. Bald wissen wir mehr, habt noch ein bisschen Geduld. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.